eines Tages werde ich führender Tennisspieler in der Liga sein. Ich weiß nicht. Raphael ist Nummer eins. Hey, hey, tritt nicht auf meine brandneuen Schuhe, Bro. Es tut mir so leid, Raphael. Wie wär's, wenn ich auf deine... ja, deine Schuhe sind so lausig. Es würde keinen Unterschied machen. Mein Papa hat nicht so viel Geld, also kann ich keine neuen kaufen. Ja, ja, das sieht man, Mann. Kein Wunder, dass er so schlecht Tennis spielt. Okay, holt euch einen Schläger und legt los. Aus dem Weg, Trottel. Hey! Yo! Geiler Schläger, Mann! Ich weiß. Cool! Ja, mein Dad hat extra bezahlt, um ihn extra stark zu machen. Krass! Ich meine, zum Gewinn braucht man das Beste, oder? Hey, hey, armer Junge! Sag bloß, das ist dein Schläger! Doch, warum? Ist der Secondhand-Dude? Der ist wohl 100 Jahre alt, oder was? Mein Papa spielte damals mit dem Schläger. Ah, weißt du, lass mal sehen, Bro. Bro, ich will nicht lügen. Ich würde mich damit nicht sehen lassen. Oh Mann, gib ihn zurück. Hör mal, okay? Deswegen wirst du nie im Tennis gewinnen. So ein Loser. Wie ihr wisst, kommt die Meisterschaft immer näher. Nicht, dass es eine große Überraschung gibt, wer gewinnt. Hey, wuhu! Also, üben wir zu Anfang den Aufschlag. Hey, Coach, es gab ein Problem mit Rogers Bezahlung. Was meinst du? Der Scheck seines Vaters ist geplatzt, also hat er nicht bezahlt. Ich meine, kommt schon. Ist das echt eine Überraschung? Ich meine, ihr seht seinen Schläger, seine Schuhe. Ich meine, kommt schon. Es tut mir leid, Roger. Du kannst heute leider nicht mitspielen. Hey! Übrigens, warum nimmst du nicht auf, wenn du pleite bist? Hey. Hey, Roger. Wie war das Training? Es war schrecklich. Sie haben über mich gelacht und am Ende durfte ich nicht mal spielen, weil dein Scheck geplatzt ist. Na, Roger, es tut mir leid. Ich war sicher, ich hatte genug. Okay, weißt du, ich werde am Freitag bezahlt. Weißt du was, vergiss es. Ich werde nie gewinnen. Mit diesen schlechten Schuhen und diesem alten, schlechten Schläger. Ich gebe auf. Meinst du, ich wurde Champion, weil ich eine gute Ausrüstung hatte? Darum geht es nicht. Warte. Du warst der Champion? Ja, war ich. Wow! Ich hatte keine Ahnung. Und du hast gewonnen mit diesem Schläger? Ich habe keinen neuen Schläger oder schicke Schuhe gebraucht oder Unterricht. Man gewinnt nicht durch das, was man hat, sondern durch harte Arbeit. Nachdem er die Geschichte seines Vaters gehört hat, freut sich Roger wieder über seinen Traum. Er beginnt jeden Tag mit seinem Vater zu üben, arbeitet sehr hart daran, sein Spiel zu verbessern. Mit der Zeit wird er sehr gut. Als die Meisterschaft naht, schlägt er schnell seinen ersten Gegner. Er gewinnt sogar sein zweites Spiel. Roger schlägt weiterhin alle seine Gegner und schafft es bis ins Finale. Mit seiner alten Ausrüstung trifft Roger auf niemand Geringeren als Raphael in der Meisterschaft. Erstaunlichen Abfolge von Events führt Roger mit 7-6 Punkten gegen Raphael in dieser dritten Entscheidungsrunde. Gleich macht er den Aufschlag.
Roger! Herzlichen Glückwunsch zu deinem großen Sieg! Ach, danke! Also erzähl uns, wie spielt man mit so alten Schuhen und einem alten Tennisschläger und gewinnt auch noch die Meisterschaft? Nun, ein weiser Mann hat mir einmal gesagt, man gewinnt nicht durch das, was man hat, sondern durch harte Arbeit.